bin Lola, aber alle nennen mich LOL. Das sind wir in Zeitlupe, weil in amerikanischen Serien die coolsten Mädchen der Schule immer in Zeitlupe daherkommen. Aber ihren Arsch hätte ich schon gern, weißt du? Dann müsstest du nur abends das Kilo Nutella weglassen. Kommt nicht in Frage. Und der süße Typ da ist Arthur. Ihr seht ja, was Sache ist. Und der in der braunen Jacke, das ist Mael, mein bester Freund. Ich nehme mal an, Sie haben einen triftigen Grund, jetzt erst zu kommen. Aber klar, sicher, Madame, Sie werden lachen. Wie Sie sehen können, kann ich mich kaum noch halten vor Lachen. Meine Mutter nervt. Und dann kommt sie auch noch früher von ihrem Wochenendausflug zurück. Lola! Wo fangen wir an? Mit den Joints oder den Kondomen? Ich weiß nicht. Oh, Mama, es reicht. Das ist nicht lustig. Ich weiß, dass du mich liebst, aber hör auf, mir nachzulaufen. Arthur ist ein Arsch. Ein Glück, dass Mael da ist. Ich hab ihn voll gern. Du hast heute süß ausgesehen. Du bist die schönste von allen. Lass doch mal langsam rund. Dreh nicht wieder auf edlen Ritter. Wegen sowas haben sich die Beatles getrennt, Alter. Wegen einer Tussi. Sag mal, raucht Lola? Hey, spinnst du? Schläfst du mit mir? Was mit deinem Kerl? Er denkt aber, ich hätte schon mal. Oh Mann, echt. Weiber sind sowas von bescheuert. Ich glaub's nicht. Hier fehlt ein Mann im Haus. Und ich? Kann ich mit rein? Sag mal, hast du dich da etwa rasiert? Mama! Du bist meine Tochter. Ich erlaube bestimmt nicht, dass du wie in einem Porno rumrennst. Mama, was ist das, ein Porno? Nicht jetzt bitte.